Jo, und was geht, euer Karasus? Wieder back am Start mit Dragon Ball Info zu Sparking Zero. Es gab vor 2 Tagen einen neuen Trailer. Damn! Und ich würde mal sagen, wir fucken nicht ganz lange. Wir gucken uns den Trailer kurz an und dann schauen wir mal, welche Charaktere dann nun dabei sind im neuen Rooster. Also es wird sehr, sehr eng mit den Charakteren. Was soll ich sagen, da haben wir den Trailer gesehen. Thema ist natürlich fusionierte Kämpfer. Also hier hat man komplett die ganzen fusionierten Kämpfer erstmal so ein paar gezeigt. Es fehlen natürlich noch ein bisschen, wie Gogeta Super Saiyan 4 zum Beispiel. Der ist immer noch nicht, also es gibt noch keinen GT-Charakter, was ein bisschen schade ist. Ich hoffe, dass die das nicht wieder als DLC machen. Wäre ein bisschen traurig, dass man ja die ganzen Charaktere wieder im DLC reinpackt. Aber müssen wir mal gucken, was noch da passiert. Es ist ja noch ein bisschen Platz, aber wir haben auf alle Fälle erstmal Kid Trunks gesehen im normalen und im Super Saiyan Modus. Dann haben wir Goten gesehen im Super Saiyan Modus und normal. Pauliefler haben wir gesehen im Super Saiyan 2 Modus, aber was ein bisschen unfair ist gegen die beiden Kleinen, weil die waren nur Super Saiyan 1. Pauliefler hat dann Super Saiyan 2 aktiviert, ist ein bisschen schade. Kale haben wir gesehen in der normalen Form und in der Super Saiyan Form, nicht in der Berserker Form, wie man da kurz gesehen hat, als sie diese Attacke gemacht haben. Es ist nur die Super Saiyan Form, die sie dort hat im Spiel. Dann gab es Gotenks natürlich normal, Super Saiyan und 3. Dann gab es Kefla fusioniert natürlich, auch die normale Version. Dann Super Saiyan 1 und 2, was ganz cool ist. Vegetto haben wir gesehen, auch als Super Saiyan und als Super Saiyan, normal und als Super Saiyan Gott, weil der auch Super ist. Da hat er sich ja nicht in den Super Saiyan verwandelt, sondern nur in Dragon Ball Z, weil dieser Vegetto ist die Version aus Dragon Ball Super. Dazu kommt natürlich Gogeta aus Dragon Ball Super, den wir auch als Super Saiyan sehen und Super Saiyan God Blue, also Super Saiyan Blue natürlich, wie aus dem Super Film. Dann haben wir gesehen fusionierter Zamasu, einmal
normal und dann nochmal Halbkontrolle, also Halbkontrollverlust quasi, oder wo er halb übernommen ist, korrumpiert ist, sagt man da, glaube ich. Also wo er halt so ein halber Dämon ist mit dieser einen Hand und sowas alles. Die Effekte, muss man sagen, waren wieder grandios. Also alleine, wenn euch das vielleicht aufgefallen ist bei Goten, als er diese eine Attacke gemacht hat, die er im Turnier gemacht hat, ne, wo er halt daneben springt und dann macht er ja so einen Keyball, wo er sich dann auf die andere Seite schleudert, um da halt nochmal anzugreifen. Und man hat richtig gesehen, dass die Umgebung, also der Boden, mit diesem Ball, den er da macht, also einen Keyball, den er nach unten macht, dass die richtig so agiert halt mit, ne? Und dann diese Explosion dazu, war schon echt geil. Was ich noch dazu sagen muss, ist, dass die, ja, die ganzen Angriffe und die Superfähigkeiten, was wir alles gesehen haben, das Kamehameha, dann die Attacken von Kefler, von Kalifler, von Kale und so weiter, also die ganzen Attacken, die es gab, dass die halt alle so eine kleine Cutscene hatten. Jetzt ist halt die Frage, wie macht man das als Spiel? Also es kann ja nicht ein reines Budokai Tenkaichi sein. Na gut, beim letzten Teil, ich glaube beim dritten war das auch so, dass manche Attacken halt so eine kleine Cutscene abgelaufen lassen haben, wo man halt nichts machen konnte. Man konnte halt nicht drücken oder sonst dergleichen. War man halt in diesen Radius, dann hat man auch die Attacke voll abbekommen. Da erinnere ich mich zum Beispiel an die Meteor-Kombination von Son Goku. Die ist ja dann auch bei Raging Blares, gab es ja auch diese kleinen Cutscenes bei den Attacken. Also nur so können die das machen. Wenn die jetzt aber rein auf die Tenkaichi-Ebene machen, also wo du halt die Attacken einfach nur spamst, wie beim ersten und zweiten Ableger, da gab es ja halt nur diese Spam-Attacken. Oder halt auch bei Xenoverse und Xenoverse 2, da gibt es ja auch keine richtigen Animationen, sondern es gibt halt diese Attacken, die kann man halt abfeuern, entweder trifft man oder man trifft halt nicht. Ich bin sehr gespannt, wie sich das anfühlt. Es soll ja bald auch eine Demo geben zum German, nee, gar nicht zum German, wieso komme ich auf German? Das Summer Game Festival, da soll es wohl eine spielbare Demo geben. Ich weiß jetzt nicht, ob auf die Messe nur oder halt, ob man die auch online spielen kann. Ich würde es ja wirklich feiern, wenn man eine Demo online präsentieren würde, auch wenn es nur ein, zwei Charaktere zeigen würde. Aber dass man erstmal so sieht, wie ist denn das Kampfsystem? Wir haben ja schon einen anderen Trailer gesehen, wo man halt gewisse Sachen machen konnte, wie dieses Blocken, dann dieses Gegenblocken und sowas alles. Dieses alles, was wir so ein bisschen gezeigt hatten schon im Trailer, schaut dann zu noch einfach nochmal die anderen Videos, wo das nochmal alles erklärt wird, was da so möglich ist im Spiel. Aber so eine Demo würde ich extrem geil feiern. So, kommen wir zu dem letzten Bild, oder und zwar, was heißt letzte Bild, aber wir gucken uns das Rooster jetzt nochmal genau an mit den neuen Charakteren dazu. Wir sehen, es ist noch eine Menge Platz, also wir brauchen noch keine Angst haben. Es wird zwar ein bisschen voller, aber es ist noch viel Platz. Also wir haben, wenn ich jetzt grob mal überschlagen würde, vielleicht die Hälfte der Charaktere oder die Hälfte des Roosters, da ist noch sehr, sehr viel Platz. Ich hoffe wirklich, dass noch ein paar GT-Charaktere kommen, dass noch ein paar Movie-Charaktere kommen, wie böse Charaktere wie Slug und sowas alles. Das müsste alles noch ein bisschen beisehen. Wir haben jetzt wirklich sehr viel Fokus auf Dragon Ball Super gehabt, was nicht schlecht ist, weil Super-Charaktere gehören auch dazu, obwohl wir noch keinen Ultra-Instinct gesehen haben und wir haben auch noch kein Ultra-Ego gesehen. Das fehlt auch noch alles gänzlich. Aber wir haben sehr viel erstmal Dragon Ball Super gesehen. Außer halt, wie gesagt, Buu und Goten und so, die halt auch in Dragon Ball Z und so vorhanden sind. Die sind natürlich auch dabei. Aber viel Dragon Ball Super, muss man sagen. Mal sehen, was als nächstes kommt. Ich freue mich mega drauf auf das Spiel auf alle Fälle. Und vergesst natürlich nicht, dieses Jahr kommt noch Dragon Ball Daima, Leute. Ich hoffe, dass wir da noch ein paar neue Infos bekommen demnächst. Dann hatte ich ja angekündigt in den Community-Bereich, dass bald das große Dragon Ball Z-Quiz startet. Dazu gibt es noch ein Infovideo, da werde ich nochmal die Spielregeln vorlesen oder wie das alles so geplant ist, wie die Aufmachung ist und so weiter. Und dann hoffe ich, dass es bald startet. Es ist natürlich sehr viel Zeit, die man darin investiert, um halt diese ganzen Fragen vorzubereiten. Zum Glück bekomme ich die Fragen halt schon vorgegeben, so dass ich die halt nur noch einbinden muss. Aber ich muss halt die ganzen Videos erstellen, schneiden und alles mit ein paar Sachen hinterlegen, mit Bildern und so weiter, ein bisschen mit Musik hinterlegen und so weiter, dass es sich halt auch ein bisschen cool anfühlt. Das war es erstmal von meiner Seite mit den neuen Infos zu Sparking Zero. Das neue Charakter-Package ist am Start, fusionierte Charaktere. Ich freue mich, wie gesagt, mega auf das Spiel. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.